Ich bin Kawa Abbas, ich komme aus Irak. Seit 1997 bin ich in Deutschland. 2008 habe ich Aufenthalt gekriegt, vor immer. In LKW hinten, verstecken drinnen, unegal gekommen. Familie alles in Irak. Von 1997 bis 2008 habe ich Irak nicht gesehen. Ich zurück nach Irak, Kinder war alles groß geworden, ja. War ein bisschen komisch für mich. Schon lange, ich habe Familie auch nicht gesehen. Ja, waren Leute war wie schockt. Ich war 22 Jahre alt. Jetzt bin ich ein alter Mann, zurück nach Irak. Ja. 2010. Nach Irak wieder 3 Wochen geblieben. Zurück wieder. Nach 3 Monaten meine Mutter auch war tot. Ich wollte arbeiten. Chef hat gesagt, kannst du fliegen? Er sagte, es ist okay, yes, ich muss arbeiten. Weil viel Stress auf Arbeit. Im Oktober war sonst Oktober. Ja, Arbeit war Ende November zurück nach Irak. Einen Monat ich war in Irak. Ja, sparen, einmal im Jahr, ich fliege nach Irak. 2, 3 Wochen ich bleib, weil ich habe Urlaub und arbeiten. Im Monat sparen 100 Euro, so ungefähr. Weil zu wenig Geld ich verdiene da. In Heimat auch Leute sagen, warum nicht heiraten, komm hier heiraten, nimm deine Frau nach Deutschland. So sagen alle Leute. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, ja. Habe ich arbeiten. In Kontinent natürlich bin ich auch zufrieden. Weil ich kenne alle Nachbarn gut. Leute ist gut hier. Alle kennen mich. Ich habe keine Probleme mit Leuten. Später ich will Familie machen. Ich bin noch nicht geheiratet. Ein Haus suchen oder eine Wohnung. Familie, Leben.